Ach, Kuwait, der Zerstörer. Hörst du diese tolle Musik hier? Das an diesem Strand, an der Insel der hässlichen Sirenen. Da liegen sie. Tot. Naja, gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conan Exiles. Wir schwimmen doch hier ein bisschen durch die Kante rum. Ja, ich war offline schon natürlich wieder zu Hause gewesen längst. Ich schwimme jetzt nur hier ein bisschen rum. Sehe, ob vielleicht ein bisschen was unter Wasser ist hier, was ich noch entdecken kann. So ein bisschen wie bei Gothic 2 damals. Die Höhe so zu halten, dass das Wasser mal nicht mit der zeigt, was ist ungefähr. Da kann ich ein bisschen besser unter Wasser sehen. Seht denn, ah. Wie gesagt, wir schwimmen jetzt ein bisschen hier rum und hoffen mal, dass wir vielleicht ein bisschen was finden. Wobei ich sagen muss, ich werde mal kurz hier ein bisschen rumfliegen. Denn das geht ein bisschen schneller. Ich will einfach nur mal sehen, ob es auf diesen Inseln noch was gibt, wenn ich jetzt ewig rumschwimme. Man hätte ich ein Boot bauen können, vielleicht mit einer Mod. Oder gibt es das vielleicht? Noch keine Ahnung. Wenn ja, dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, ob sowas gibt, dass man Boote bauen kann, die wirklich auch steuerbar sind. Was ist das denn? Pflanzenforst, das war eine riesige Pflanze gewesen. Interessant. Aha. Na gut. Wie gesagt, deswegen fliege ich jetzt ein bisschen rum, weil das Schwimmen dauert unter dem Strich doch ein bisschen länger, als wenn ich hier sage, komm. So, jetzt renne ich mal angeblich. Da bin ich ein bisschen schneller, wenn ich jetzt so durch die Gegend will. Was haben wir denn da drüben? Das Wrack der Märtyrer. Wie gesagt, hier, dass ich jetzt mal ein bisschen rumfliege, das ist einfach nur, dass es ein bisschen schneller geht. Weil das Schwimmen dort auch schon eine gewisse Zeit, also. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen öde, wenn ich jetzt ewig noch rumschwimmen würde jetzt. Das weiß nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, was dauert ziemlich lange, finde ich immer. Das ist ein hässlicher Kopf bei diesen Stein hier. So, das ist also dieses Wrack. Das ist ein Vieh da hinten. Ich tauche mal ab hier. Schwimme ich wieder. Bekleider Freund, komm her. Genau, hol dein Ding aus. Da ist der Schläfer. Der Schläfer. Wir sind doch in Gothic gelandet. Ich wusste es, das ist das Minensaal. Oder ist das... Nee, das ist nicht das Minensaal, das ist Jaken da. Jaken da. Irgendwo kann ich die Klaue Belias finden. Da ist der Schläfer. Xardas, hilf mir. Xardas, hilf mir. Im Namen unserer Held, du auch. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Das Vieh sieht wirklich aus wie der Schläfer. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus, hat Ähnlichkeit mit dem Schläfer aus Gothic 1. Ach, Gothic 1. Dich will ich auch immer das Let's Play bringen. Geschweige denn die Gothic-Reihe generell, also 1 bis 3. Was das Arcania ist, das ist ja nicht unbedingt Gothic 4, das naja, ist nur ein Spiel, was an Gothic angelehnt ist, würde ich mal sagen. Lose. Ja, das Vieh sieht ein bisschen so von der Form aus, so vom Kopf vor allem, denk. Wirklich. Ein bisschen wie der Schläfer aus. Kämpfe ich eigentlich noch gegen das Vieh oder macht mein Verklärt auch mal irgendwas? Er ja, nimmt natürlich die kleine Spinne, ja. Ich muss den Schläfer alleine besiegen, gut. Zumindest muss ich das ja machen, ohne dass ich Uriziel habe, die Erzrüstung. Hieß die Uriziel? Ich glaube schon. Also, das Schwert, was man hatte hier. Dann haben wir uns erhält. Dann noch diese Erzrüstung, die man hatte. Dann waren wir in den Tempel gewesen. Im Tempel des Schläfers, überall untote Orks. Templer, die wahnsinnig geworden sind. Korkolum, der auch durchgedreht ist. Wir haben dann den Schläf aufgehalten, den wir dann die Dämonenherzen zerstört haben. Ja, anderes Spiel, aber... das Vieh sieht als wie... Mütterschläfer für mich. Na komm, ein Schuss noch. Ich hab den Schläfer besiegt. So, ist natürlich die Frage... Bin ich in der Lage, die Kiste zu finden oder nicht? Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist die ja ein bisschen logischer.
Ich hab's doch gefunden. Gottes Willen, ich hab's doch gefunden. Den Liebesknüppel habe ich doch schon. Findest du auch? Ja, den Liebesknüppel habe ich doch schon. Findest du auch noch denselben Quatsch hier? Liebesknüppel? Liebesknüppel. So ein Aufwand dafür, dass ich wieder dasselbe bekommen habe. Naja. Jetzt ist da nichts weiter drin. Dafür, dass ich jetzt den Aufwand gemacht habe, das Vieh da zu bekämpfen. Naja, gut, zumindest mein Begleiter ist jetzt eine Stufe aufgestiegen. Stufe 14. Ja, ist okay. Ne, kriegst du ein bisschen was zu futtern, mein Freund. Aber wie gesagt, das ist okay. Noch 6 Stufen und so, auch auf Stufe 20 hat er seine höchste Stufe dann erreicht. Warum machen die Angriffe, die unaufgeladenen Angriffe mehr Schaden bei dem Gegner als, oder wie der Angriff, den ich aufladen muss, wo ich den Bogen so lange spanne? Müsste es nicht eigentlich umgekehrt sein, dann macht das Ganze doch irgendwie gar keinen Sinn. Hey, warum bin ich verkrüppelt? So, drüben ist unsere Stadt. Was heißt unsere Stadt? Es wird mal unsere Stadt werden. Im Namen Neuatlantis werde ich diese Stadt annektieren. Gut, da war jetzt doch wenigstens noch was Interessantes gewesen. Ich sage, da sehen wir uns diese Inseln ja auch noch an hier oben. Hier gehen wir nicht hin, das machen wir dann später. Aber ja, ich werde jetzt wieder fliegen. In diesem Fall habe ich jetzt einfach keine Lust, ewig jetzt noch so. Jetzt renne ich einfach ein bisschen ins Wasser. Ich bin nämlich Jesus. Ja, ich kann übers Wasser rennen, kann nicht jeder. Ja, wie gesagt, so geht es ein bisschen schneller hier. Und falls jemand interessiert, ich baue natürlich immer noch offline immer weiter an meiner Stadt. Derzeit bin ich an einem Kaufhaus, was ich baue. Das wird dauern. Das wird dauern. Man merkt ja, dass es wirklich bei der Stadt, die ich habe, auch teilweise schon anfängt, dass solche, wie man so neu sagt, Frame-Einbrüche sind. Also es ruckelt halt langsam. Weil halt klar, es muss immer zu viel reingeladen. Ich meine, hier die Objekte oder halt, was man hier sieht, das ist ja alles vorher schon, wenn ich die Welt lade, irgendwo reingeladen. Und das andere, was ich gebaut habe, wird ja dann erst immer angezeigt, je nachdem wie nah oder wie weit weg bin ich dann von meinem Haus, was ich gebaut habe. Weil das alles zusammenhängt ist, was ich gebaut habe, meine ganzen Gebäude und alles. Ist es so, dass es ja im Umkreis von so und so vielen, naja, Metern, zum Beispiel jetzt im Spiel jetzt, dass dann das angezeigt wird oder halt auch nicht angezeigt, also wieder Anführungszeichen verschwindet. Das muss ja der Computer alles immer wieder, naja, neu berechnet oder anzeigt, dass es dann halt angezeigt wird oder nicht. Das merke ich auch schon, wenn ich die große Brücke habe, die repariert. Ich bin ein Punkt stehen, ich würde jetzt mit Fernglas gucken, würde ich jetzt nicht alles sehen, was ich gebaut habe, weil das andere dann nur so schemenhaft angezeigt wird. Das ist halt das, was natürlich, klar, irgendwann das ist halt zum Ruckeln bringt alles. Weil ja schließlich diese, naja, Datensage müssen ja angezeigt werden. Denn die ganzen NPCs, die ich da hingeknallt habe, diese ganzen, wie nennt man die ja, Thralls, ja halt diese Leibeigenen, die ja schließlich noch angezeigt werden müssen, ist ja auch, die ganzen Tiere, die ich da habe. Und natürlich gerade, wie gesagt, die Objekte selbst, also Wände und Decken und alles. Dann natürlich noch zusätzlich auch noch Stühle und alte Möbel. All das muss ja immer angezeigt werden. Oder halt nicht, auch wenn ich jetzt, sag ich mal, Nähe bin und ich habe ein Haus, werden ja denn die Tische und alles trotzdem angezeigt im Drinnen, auch wenn ich die jetzt so von außen erstmal überhaupt gar nicht sehen kann. Und das ist halt das, was halt, klar, Rechenleistung braucht. Und naja, klar, ich glaube, die Engine ist ja nicht darauf ausgelegt, dass du zu viel baust. Ich meine, jetzt seht ihr da hinten, wird ja nicht alles angezeigt. Hier sehe ich so ein Stückchen vom Berg, aber auch nicht so ganz. Seht ihr? Hier fehlt ein Stückchen, was mir irgendwie nicht angezeigt wird so richtig. Als ob der Berg da hinten schweben würde, so ungefähr. Weil ich glaube nicht, dass es Schnee ist, oder? Weiß nicht. Na, könnte ich vielleicht auch dann später vielleicht ein paar kleine Sachen hinbauen. Ist ein bisschen doof, weil ich so viel Platz habe, weil der blöde Geisterwald da ist und da kann ich ja nichts hinbauen. Wo ich schon Videos gesehen habe, da kannst du zumindest ein Stückchen durch den Geisterwald bauen. Kannst zwar da nicht durchlaufen, was dann irgendwie natürlich ein bisschen sinnlos ist, aber gut. Na gut, dass der Geisterwald natürlich da ist als Level begrenzt, das ist mir ja schon durchaus bewusst.
Irgendeine Level begrenzen und abgrenzen, dass du nicht durchkommst, musst du ja haben. Dass du halt irgendwo weißt, gut, hier ist die Grenze, hier geht's nicht weiter. Wobei hier die Frage ist, geht das unendlich hoch, dieser Geisterwall, oder könnte ich vielleicht doch irgendwann einfach, naja, so hoch bauen oder so hoch fliegen, dass ich dann, sag ich mal, dann den Geisterwall doch umgehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich dann einfach so hoch fliege, dass der Geisterwall, keine Ahnung, 200 Fuß hoch ist ungefähr, 200 Meter oder wie viel, und nach einer Zeit hört der Geisterwall auf und dass ich dann, naja, dann vielleicht dann doch letzten Endes den Geisterwall umgehen kann. Hier vorne ist irgendwas. Kann die aber nicht lesen, irgendwelche Höhlen. Nee, Höhen. Ist das Helgoland? Nee, Helgokratenhöhen. Helgoland. Obwohl, vielleicht ist das Helgoland. Ach, Helgoland. Da war ich auch mal gewesen als Kind. Auf Helgoland. Die einzige Hochseeinsel, die Deutschland besitzt. Wobei ich mir eigentlich damals gut, da war ich noch Kind gewesen. Auch diese Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg angesehen, die Alliierten da gesprengt hatten. Hätte ich mir auch gerne mal angesehen. Müsste auch viel unter Tunnel gewesen sein. Was da die Alliierten dann nach dem Krieg gesprengt haben, alles. Oder gleich auch die während des Krieges natürlich klar bombardiert haben, alles. Von daher. Gut, es war ja nachvollziehbar gewesen, war ja eine strategisch wichtige Insel irgendwo. Weil ich glaube, Helgoland hatte doch, glaube ich, damals das Deutsche Reich doch, glaube ich, mit England getauscht, oder? Irre ich mich da nicht? Dass irgendwie Deutschland und England da, glaube ich, irgendwie mal Gebiete getauscht haben. Die Deutschen haben Helgoland bekommen und die Engländer, oder waren es die Dänen gewesen? Ach, ich weiß nicht, kann das sein, dass es die Dänen gewesen sind? Dass die dann irgendwas anderes dafür bekommen haben. Dass die, wie gesagt, das getauscht haben. Also ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Wie käme man hier eigentlich jetzt, ohne dass ich hochfliege, eigentlich ja hoch? Ich meine, klar, klettern, das ist mir schon klar. Oder dass du halt baust und, naja, baust halt eine Brücke oder wie ein Aufzug, aber jetzt so normal, wenn du jetzt nicht eine Stunde jetzt hochklettern willst, wie würdest du jetzt normalerweise hier hochkommen? Ich fand, das ist jetzt schön, dass es das ein Gebiet ist, was hier entdeckt werden kann, aber. Habe ich nicht eigentlich hier. Oh, ich habe die Zeit gar nicht angehalten. Ich werde mal die Zeit anhalten, werde mal auf Mittag machen. Denn ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Erstens sieht meistens dann mein Video immer kacke aus, dann finde ich, wenn das dann zu dunkel ist. Weil dann, naja, manchmal jetzt vor letzter Zeit sogar, habe ich auch anderen gesehen bei YouTube, dann das Schwarz meistens so verwaschen, so verpixelt ist, weshalb ich dann lieber das bisschen hell habe. Hätte natürlich einen Vorteil, wenn es natürlich dunkel ist, das Video, dass ihr dann zwar nicht so viel seht, also ist nicht für euch ein Vorteil, aber für mich. Weil dann, naja, es für mich ein Vorteil ist, weniger Datengröße, die ich dann bräuchte. Ja, hat für mich der Vorteil, ich bräuchte nicht so viel Speicherplatz, den ich ja verbrauche pro Folge. Bukanierbucht. Bukanier sind doch gleich Piraten, nur anders ausgedrückt, oder? Doch, klar, das müssten Piraten sein. Ach, das habe ich jetzt hier entdeckt, obwohl, naja, ich werde es lieber nicht hinterfragen. Haben sie ein bisschen komisch gemacht, dass ich jetzt schon das entdeckt habe, angeblich. Na gut. Bin wahrscheinlich schon so nah dran. Ah, die Bukanierbucht sehen wir uns später an. Da geht es dann auch irgendwo hoch und da auch. Aber wie gesagt, das will ich mir dann später ansehen. Als auf der Insel alleine, noch diesen kleinen Insel, muss ich sagen, würde ich dann vielleicht so Brücken bauen. Ich weiß nicht, ob es hier solche Seilbrücken, die man eher für die Baumhäuser eigentlich hier gedacht hat im Spiel, oder vielleicht, naja, Anführungszeichen, richtige Brücken, geschweige denn Aufzüge. Aber hier würde ich dann später auch mal ein bisschen was bauen. Dass ich dann wie so eine Art, naja, Stadt hier nochmal hinbaue. Die halt sich dann hier überall bei diesen ganzen Bergen halt, naja, einschmiegt, sag ich mal. Hier vorne würde ich dann mehr wie so eine Art große Türme bauen. So von der Logik her, wenn jetzt Gegner von außerhalb des Gebietes der Verband kommen, die das Armband nicht haben, die müssten ja theoretisch zumindest so wie Conan, was man gesehen hat am Anfang der Let's Plays, der ja auch, naja, das Gebiet betreten verlassen kann, wie lustig ist, so wie ich das mitbekommen habe. Könnte ja auch eine Armee zum Beispiel von außen kommen, einfach mit einem Schiff oder halt
von der Wüste irgendwo oder von woanders, was halt nach außen geht, mit einer Armee kommen könnte, das Gebiet hier vom Prinzip angreifen und einnehmen und ja. Und die können ja wieder gehen, weil die dieses Armband nicht haben. Da sind sie, sehen diese zwar die Geister nicht und können theoretisch nicht diese Stimme der Vergangenheit hören, wenn du diese sprechenden Monolithen andrückst dir, dass du dann etwas hörst. Aber ansonsten müsste es sein, dass die dann theoretisch das Gebiet eigentlich erobern könnten und auch das Gebiet natürlich wieder verlassen können, wie sie halt wollen. Und wir sind hier gefangen sozusagen durch das Armband und können das nicht. Und so könnte man ja schließlich mit Türmen so vom Prinzip, so von meiner Logik her, das Gebiet dann doch noch verteidigen. Wie gesagt, seht es mir nach, dass ich hier, wie gesagt, langfliege, weil wenn ich das jetzt wirklich machen würde, ich würde jetzt langklettern, wie viele Folgen würde ich jetzt schon alleine brauchen dafür? Wenn allein jetzt schon, habe ich schon bald ungefähr eine Viertelstunde jetzt, nur dass ich jetzt hier bei diesen Inseln rumfliege. Ich finde es schön mal, sieht man was anderes, wie es aussieht, aber muss ehrlich sein, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, ich würde jetzt hier lang schwimmen und auch hochklettern jetzt ewig und dann habe ich so eine schöne Aussicht, aber naja, es dauert dann alles noch länger. Entweder ich müsste das machen, ich müsste dann diesen Schnellschnitt machen, also dass man etwas ganz schnell abspielt im Video schon. Oder ihr müsstet dann halt auf doppelte Geschwindigkeit stellen, dass es halt nicht zu öde wird. Also, Und selbst das kann jetzt schon wahrscheinlich für euch schon ein bisschen langweilig sein. Mir macht Spaß hier, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Denn ihr wollt ja wahrscheinlich lieber nur Action haben. Immer noch Kämpfe und Action. Mal kurz hier rüber sehen. Ach, das ist dann schon die andere Seite, die Bucht wieder. Ja, hier hat man wirklich, finde ich, einen etwas guten Bauplatz. Da kann man wirklich sagen, so ein bisschen zumindest. Hier oben kannst du vielleicht auch ein bisschen wie solche kleinen Türmchen. Wobei, überall würde ich es auch nicht hinbauen, weil ich auch teilweise die Bäumchen gerne haben will noch oben. Ist ja bei manchen Sachen vielleicht auch. Naja, gut, wobei, wenn ich Fundamente baue, sind gleich dann die Spawnpunkte auch von Bäumen und Materialien weg. Also ich reiße die ab, dann sind die wieder da, aber ansonsten müsste ich halt, glaube ich, dann höchstens dann ohne Fundamente arbeiten, dass ich dann hier Treppen bauen. Also das gut, könnte ich dann kein Haus bauen hier oben. Denn ein paar Bäumchen hier, wenn ich das habe, möchte ich halt schon dann gerne haben, dass die noch dann, naja, sichtbar sind. Gut, ich würde sagen, das haben wir. Ich mal erkundet. Gut. Ich sage, wir gehen mal hier hin und erkunden dann das Gebiet, was noch hier ist, und gehen dann bis hier hin. Und dann geht's in den Palast Hexenkönigin. Da will ich auch mal sehen. Wenn wir dann den haben, geht's dann auf die andere Flussseite, also Bukonierbucht und so, dass wir dann da mal hingehen. Halt dich fest, Jungchen. Naja, gut. Hat noch geklappt, so halbwegs. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, bin schon ganz richtig gelandet. Da vorne steht irgendwas mit Wald, was ich auf der Karte lesen kann. Das erkunden wir mal hier. Wie gesagt, wenn ich das hier mit diesem Teleport-Kram mache, ist da nicht so wild. Ach ja, hier das natürlich, sieht man ja auch wieder diese komischen Geister, weil, wie soll ich das nennen? Statuen? Obelisken? Ach, keine Ahnung, wie man das nennt. Wo dann alles immer begrenzt wird als Bauplatz. Weil mich natürlich interessiert, können die Vögel oder die Tiere eigentlich da durchlaufen? Kann der jetzt durchlaufen, der Vogel, oder stirbt der auch? Oder ist bei denen auch unsichtbar? Ich glaube, der läuft da nicht durch. Ich dachte, die Tierwelt kann ja durchlaufen, weil die haben ja diese. Ja, wie soll ich sagen, diese Objekte, nicht diese Armreifen. Die müssen ja theoretisch auch durchlaufen können. Man denkt, sieht man, geht es auch noch weiter. Kommst halt nur nicht durch. Gut, ich denke mal, wirklich geben tut es da jetzt nichts. Man sieht nur, soweit wie es geht, sicherlich ein paar Bäumchen alles. Aber es wird wahrscheinlich so sein, klar, Levelbegrenzung. Für den Anfang siehst du wahrscheinlich noch was, aber dahinter wird wahrscheinlich soweit, nur wie du sehen kannst, noch etwas hingesetzt sein, also ein paar Bäumchen und Pflanzen und sowas und Steine. Dahinter wird es wahrscheinlich dann gar nichts mehr geben. Müsste dann wahrscheinlich dann Schluss sein, dass dort ein theoretisch dann überhaupt nichts mehr ist, denke ich mal. Da gibt es jetzt auch Gärmittel. Ja, das ist schon auch gerne in der Hand, was? Bisschen Eisen, wie es aussieht. Ein paar Steine. Steht da Regenwald. Irgendwas mit Wald steht da vorne.
kommst du ja nicht hin, das ist auch der Geister, weil hier zum Beispiel, wenn jetzt ein Gegner angreift wird, dann könnte sich oben gut positionieren, könnte, wenn du unten mit deiner Armee lang gehst, mit deinen Truppen, könnte er ja gut runterschießen. Du kannst nichts machen, weil, jo, der zwei Tore ist und du ja nicht hinkommst. Ach, Seitenwald. Ach, weil da Spinnen sind. Ah, ich hab schon verstanden. Hab schon verstanden. Ah, da muss er aber eine Truhe sein, wenn das Vieh als Bossgegner gilt. Ja, an dem Krutia oder wie der heißt, läuft das Vieh vorbei. Aber mir will sich das Vieh vergreifen. Na gut, ich habe natürlich angegriffen. Macht vielleicht Sinn. Wo ist mein Begleiter eigentlich? Da ist er. Machst du auch irgendwas? Meine Hündin ist eine Bogenraskul, das ist jetzt ein Speer. Du musst auch was machen damit. Sonst bringt das jetzt nicht viel. Und ich kann nicht unendlich nach hinten laufen. Ich weiß ja nicht, wo ich hinlaufe hier. Ach, ist das schön mit der ganzen Ausdauer, die ich habe. Ah, das kann ich was lassen. Jetzt bin ich als Gegner mal... Ah, das wollte ich sagen, jetzt lässt mich das Vieh in Ruhe. Jetzt greift er mich doch an. Ja, die Spinne ist gleich tot. Und, zack, und aufgestiegen, mein Getreuer. Schön. Tanz für mich, mein Spinnenfreund. Tanzen mit den haarigen Beinen. Komm, wir kuscheln. So, mal gucken, ob ich die Truhe finde. Und die letzte Truhe ist bei dem anderen, als ich den Schläfer besiegt habe, habe ich jetzt auch gefunden. Jetzt muss ich nur die Truhe hier finden. Hm. Wenn ich ein Entwickler wäre, wo würde ich eine Truhe hinbauen? Oder hinsetzen? Das ist die Frage. Denn nur weil eine Spinne zum Beispiel die ungefähr hier war, ist das nicht, dass die Truhe genau dort ist. Kann das sein, dass die Truhe auch ein Stück weiter weg ist. Rudi, du siehst schön, dass hinter dir eine Spinne ist, also... Wenn ich du wäre, würde ich vielleicht mal was machen. Und nicht nur da stehen und Luftlöcher starren. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Aber eine Truhe sehe ich trotzdem nicht. Ich weiß, dass die Truhe teilweise irgendwo ein bisschen verputzelt sind, so ein bisschen, aber interagieren. Hier ruht Simon. Geriet in einen Kampf mit einer Riesenspinne und versäumt es, ihr ausweichen. Danach war die Spinne satt. Das ist schön. Ich versäume aber nicht, jetzt diese Spinne zu töten. Die Riesenspinne ist ja schon tot. Hey, die geht mir mehr auf den Sack wie die große Spinne. Scheiß Vieh. Doralois. Sucher der heiligen Reliquie, Beschützer der geknechteten Träger der Zivierklinge irgendwie. Hirotecke, der trat auf eine Zecke. Sein Pech jedoch war, dass die Zecke riesig war. Hier ruht Abrso. Im Leben prahlt er, er würde uns auch im Tod nicht aus den Augen lassen. Also legt man ihn auf den Bauch. Nebs, erdolcht, geschunden, verbrannt, ausgeweidet, zerfetzt, enthauptet, entbeint, vergiftet, von Bienen zerstochen, zerhackt, zerstückelt und mit einem Schwanz wie ein Pferd. Oh, das wirklich ein Schwanz wie ein junges Fohlen. Nicht so lang, aber so dreckig. Ada Hopp. Er fürchtete sich vor vielem, jedoch nicht vor dämonischen Riesenspinnen. Das war ausgesprochen bedauerlich. Und Simon hatte ich schon gehabt. Tja, die haben also alle, wie es aussieht, die Spinne nicht besiegt. So, die Frage, wer hat die begraben? Die Spinne wahrscheinlich nicht. Ach, wo ist nur die Truhe? Ich kann die Truhe wieder nicht finden. Oh, wahrscheinlich ist sowieso wieder irgendwelcher Müll drin. Man ist auch immer zufällig, was da drin ist, habe ich das Gefühl. Ich dachte, das wäre die Truhe, das ist nur der Stein. Ich meine, die Spinne ist ja irgendwo hier rumgelaufen, also... Wie gesagt, ich weiß nicht, wo noch das geht, wo dann diese Truhen immer sind. Manchmal sind die Truhen eben so ein bisschen halb verputtelt irgendwo im Sand oder im Boden. Aber, weiß nicht, ich sehe ja im Moment keine Truhe. Ich habe auch mal gesagt, auch keine Lust, das ewig hier die Truhe zu suchen. Vielleicht gehe ich mal offline nochmal her und suche die Truhe und, ja.
So spannend ist das noch nicht, so eine Truhe zu finden, finde ich. Vor allem, weil solche Suchereien mir, ehrlich gesagt, ein bisschen auf die Nerven gehen. Wenn ich jetzt ewig suchen muss, dass ich dann eine Truhe, die mitten im Nichts steht, dann aufmache. Ja. Ist okay, aber ist nichts, wo ich mir jetzt denke, was ich jetzt unbedingt taufen muss. Denn teilweise kann es sein, dass die Truhe auch oben auf diesem blöden Felsen ist. Was ist das hier eigentlich? Ach, Spinnfäden. Na gut, die kann ich aber anders holen, die Spinnfäden. Spinnenwald ist aber ziemlich hoch, oder dieser Seitenwald. Hier auf all die Bäume, die vertrocknet sind und wo halt keine Blätter dran sind. Die Palme da drüben sehen auch nicht gerade gesund aus. Was für ein Rudolfie. Hey, da ist ja noch so eine Spinne. Hier gibt es noch viele große Spinnen. Muss man die Spinnenpopulation ein bisschen ausräuchern hier. Ach, keine Ahnung, ich gehe mal ein bisschen weiter. So wichtig ist das jetzt auch nicht mit der Truhe, finde ich. Wie gesagt, wenn ich die im Offline finde, ist es schön, dann mache ich sie mal auf und sonst, wenn nicht. Das ist auch nicht so wild. Wie gesagt, da muss ich auch öfters mal teilweise noch im Internet nachsehen, wo es soll die sein. Und selbst dann ist das teilweise so komisch beschrieben. Naja, in der Nähe von einem großen Stein, der so und so geformt ist, wo ich mir denke, toll, da weiß ich jetzt genauso viel wie vorher. Und habe das nur auf der Karte markiert, so von wegen. Was weiß ich, wo bin ich jetzt? Hier haben sie es markiert. Mit so einem großen Kreis, wo ich denke, das hilft mir jetzt auch extrem weiter. Gut, da weiß ich zwar ungefähr, in welcher Ecke ich suchen muss, aber dann sehe ich eine Ecke nach, wo ich mir denke, na, wo ist denn jetzt die Truhe? Die ist einfach bei der Steinnase, bei diesen Einposten. Da war die oben auf dem Berg gewesen, ein Stückchen weiter. Was laut Karte war auch nicht so zu sehen, aber ich dachte, na toll, da kann ich ja lange suchen. Das sind zum Beispiel solche Hilfen, wo ich mir denke, auf die kann ich ja verzichten dann. Die finde ich dann einfach nur dämlich. Warum sind die Bäume eigentlich alle vertrocknet hier? Warum leben hier so viele Spinnen? Warum ist die Spinne nicht bei der anderen Spinne gewesen? Hat ja geholfen. Haben die sich gestritten? Gute Ja, mach was. Gut so, Gute Ja. Ich bleib hier hinten. Na toll. Das ist dasselbe Angriffsschema wie das andere Tier eben. Die Angriffsschemas sind ja eigentlich immer dieselben. Wenn ich so nach hinten laufe, rückwärts laufe, jetzt schlägt der wieder zu, trifft mich sowieso nicht. Darf halt nur nicht irgendwo dagegen kommen, wo ich dann festhänge. Jetzt macht er hier sein Rumser und hüpft mal kurz hoch. Jetzt zum Beispiel mit der Bahn muss ich aufpassen, dass ich hier nicht festhänge. Jetzt hängt natürlich die Spinne fest, das kann ich ausnutzen, brauche ich nicht laufen. Zack, und zack, und zack, und zack. Schießen, 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 schießen und tot. Na, vielleicht finde ich deine Truhe, Spinne. Vielleicht aber auch nicht. Aber die sind wirklich meistens bei so einem Tümpel hier, die Spinnen. Also diese Busspinnen. Da müsste man ja eigentlich so von der Logik denken, na gut, in der Nähe müsste es das sein. Aber bei dem großen Krokodil, was ich das erste Mal besiegt hatte, war ja die Truhe auch nicht genau da, wo das Krokodil... ja, immer gewesen. Das war ja auch ein Stückchen weiter weg. Wo ich auch ewig suchen musste, vergleichsweise. Mein einfacher Freund ist ja natürlich nur wie so ein kleines Kind. Oh, ich habe ein anderes Schwert, aber andere Bogen. Jetzt denkst du, naja gut, es hat ein paar andere Werte. Naja, es hat einen Schaden mehr. Ah, ist okay. Aber wo ich mir denke, ja, weiß ich, war das jetzt ein Aufwand wert gewesen, jetzt die Spinne zu besiegen oder ewig die Kiste zu suchen. Ich denke, oh, ist okay. Falsche Ayraune. Was ist denn richtige Ayraune? Na, ich markiere das mal, dass es ja falsche Ayraune gibt. Falsche Ayraune.
Hier finde ich die Kiste auch nicht. Naja, ist ja nicht sehr wild. Ist nicht ganz so wild. Aber wie ich sehe, ich muss auch die Folge auch gleich schon beenden. Eigentlich müsste sie schon längst beenden, vom Prinzip. Aber ich will noch das schnell fertig machen hier. Oh, das schaffe ich doch nicht, bis hier hinzukommen schnell, oder? Außer wir rennen schnell hin. So, vom Prinzip, mehr gibt es ja eh nicht. Hier ist nochmal... Hier ist nochmal das hier. Jetzt müsste ich über die Truhe stolpern und denken, oh, da ist er ja. Aber ich glaube nicht. Nee. Ach, vielleicht bin ich schon vorbeigelaufen. Ihr habt es schon längst gesehen. Denkt euch, meine Güte, warum sieht denn der das nicht? Ich habe die schon 5-mal gesehen, die Truhe. Bin fort mit dir, Spinnengetier. Ich sag, da renne ich nochmal kurz hin, dass wir noch bei diesem Tempel wieder ankommen und dann mache ich dann die Folge auch, denke ich mal, zu Ende dann. Ich glaube, mehr gibt es hier sowieso nicht. Oh, hier gibt es echt ein Indigo. Das muss ich markieren. So viel Zeit muss sein. Echter Indigo. Ich habe echt den Indigo gefunden. Davon ist diese komische Nashörner. Weg des Kriegers hatte ich schon gefunden. Ja. Da vorne ist noch irgendwas. Höhle. Wurzelhöhle oder irgendwas. Die Wurzelhöhle habe ich noch nicht gefunden. Lass mich in Ruhe, hässliches Nashorn. Ich habe mit dir keinen Streit. Vorwärts, Vogel! Greift das hässliche Nashorn an! Vogel vor! Vogel vor! Noch ein Tor! Noch ein Tor! Vogel vor! Hier hinten geht es dann nicht weiter. Ist dann wieder Schluss. Oh, zu dritt auf den armen Vogel. Wir brauchen so lange, den Vogel zu töten. Ihr seid wirklich richtig fies. Wisst ihr das? Ich renne lieber weg. Ich bin nicht feige, ich bin da einfach nur realistisch. Ich meine, ich könnte die Viecher besiegen, aber... Wie gesagt, die Folge beenden gleich. Also habe ich keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich will noch zur Wurzelhöhle. Und möchte mit den nicht texturierten Bäumen hinsehen da hinten. Weil das noch nicht reingeladen wird. Jetzt wird's reingeladen. Die Wurzelhöhle. Bin ich einfach drüber gefallen jetzt? Ne. Doch, bestimmt bin gestolpert. So, Wurzelhöhle, wo bist du eigentlich? Hier? Ne. So, hier irgendwo ist als eine Wurzelhöhle. Meint ihr das wegen dem Baum, wo die Spinne drin ist? Ach, die Spinne. Ach, das meinen die als Wurzelhöhle. Wo der Baum ist hier, dass ich da durchlaufen kann. Ich dachte, wäre irgendwas Interessantes mit der Wurzelhöhle. Und das ist ja nur, dass ich diesen Baum... Aber ich hab da halt mal eine kleine Höhle. Oh. Ach, wie enttäuschend. Ja, ich müsste eigentlich schon längst die Folge beenden. Jetzt wird die Dateigröße zu groß langsam. Aber ich will noch schnell dahin laufen, wo ich hinlaufen wollte. Da hinten ist die Landschreiersrast, wo ich hier Kochspezialist X gefunden habe, wo ich dann meinen Penis größer machen konnte. Ja, da hält er wirklich einen riesen Lümmel jetzt. So doof, dass ich euch das nicht zeigen kann, wegen Richtlinien und so.
Da ist wirklich auch noch viel freie Fläche vom Prinzip. Wieso greift er den Baum an? Magst du den Baum nicht? Ist das nicht dein Lieblingskratzbaum? Ach, wer weiß. Katzen, da weißt du nie, woran du bist. Verstehe einmal die Katzen. Oder verstehe einmal die Frauen. Oder, gute ja, du bist wenigstens einfach zu verstehen. Na gut, ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal auch die Folge. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann in den Palast der Hexenkönigin gehen und oh, dabei ein bisschen erkunden und versuchen, nicht runterzufallen. Und ich fall doch runter, die Hexenkönigin zu besiegen. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.